Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und die neue Roadmap ist da für den Juli mit einigen coolen Dingen und auch versteckten Infos und Dingen, die nächste Woche kommen, wodurch das Update nächste Woche gar nicht so langweilig wird, wie vielleicht viele von euch dachten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein. Hier seht ihr sie, die neue Roadmap. Wir sehen es direkt am 6. Juli, also nächste Woche. Horses of Jorvik, Pferde von Jorvik kommen zurück. Das Rennen mit Guglielmo Gadea, aber das ist nicht alles, gleich dazu mehr. Die Woche darauf haben wir Touristen in Trouble, also Touristen haben irgendwelche Probleme am Wolfhall Inn, und das wird eine neue Quest sein, mehr dazu auch gleich. Und dann haben wir zwei Wochen das Beach Festival, die Strandparty vom 20. Dann am 27. die zweite Woche bis Anfang August. Und ich würde sagen, wir checken jetzt mal die Details ab, denn die haben es in sich, vor allem nächste Woche. Hier haben wir die News-Seite, wir sehen es schon bald auf Jorvik. Und nächste Woche direkt, der Text ist länger als man gedacht hätte, und das hat seinen Grund. Denn nicht nur Guglielmo Gadea kommt mit einem Rennen für Andalusia, Lusitanos und Pasufinos und natürlich ihren magischen Gegenstücken nach Jorvik, sondern es gibt auch einen Pferderabatt für Andalusia und Lusitanos, was ja Star Stable schon aus Versehen so halb drinne hatte mal kurz. Aber das heißt, wenn ihr euch ein Lusitano oder Andalusia kaufen wollt, solltet ihr das auf jeden Fall nicht vor dem 6. Juli tun, sondern irgendwann dann während des Stars, denn da wird es einen Rabatt geben. Dann gibt es ein neues Bonus-Shop-Item, okay. Aber jetzt die spannenden Dinge. Es gibt neue Optionen im Spiel. Du kannst dich und dein Pferd jetzt unsichtbar machen. Heißt das, wir können uns quasi unsichtbar machen, dass niemand anders uns sieht, wenn wir gerade irgendwo auf Jorvik rumreiten? Oder heißt das quasi, dass wir auch niemand anderen mehr sehen? Oder wie auch immer ist das gemeint? Ist das im Fotomodus gemeint? Kann man sich und sein Pferd unsichtbar machen, was ja eigentlich schon geht? Also das wäre wohl das am wenigsten spektakulärste. Aber das klingt glatt so, als ob man sich irgendwie, ja, während man reitet, unsichtbar machen kann. Also vielleicht ist damit auch gemeint, dass das so quasi in Kamera, so ein Videomodus ist oder was auch immer. Dass man quasi das Interface ausblenden kann und zusätzlich noch uns als Pferd, dass man sich nicht sieht, aber trotzdem lang reitet. Also wie genau das funktionieren wird, werden wir dann wohl erst nächste Woche erfahren. Aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was ihr denkt, was genau das ist. Und das war noch nicht alles. Für alle, die Isla and Umbra sehr gerne haben, die kommen auch nächste Woche wieder für diesen Monat und werden dann für den Monat Juli auf Jorvik, oder ich weiß nicht genau, ob es ein Monat ist, aber sie werden auf jeden Fall wiederkommen und ihr könnt sie euch kaufen, wenn ihr sie noch nicht gekauft habt und euch noch kaufen wollt. Dann die Woche darauf Touristen in Nöten. Im Wolfhall Inn sind die ersten Gäste aus dem Ausland eingetroffen. Das Personal tut, was es kann, um ihren Aufenthalt perfekt zu gestalten, aber irgendwas stimmt nicht. Liegt an dir, die Angelegenheit zu untersuchen und im Gasthaus zu helfen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben ja schon diesen einen Touristen, der da schon zu früh stand, gesehen. Was auch immer es damit auf sich hat, ich bin mal gespannt, aber die Gegend da hat auf jeden Fall einige oder nicht so viele Quests, und es tut gut, da mal wieder neue Quests zu haben am Wolfhall Inn. Bin ich mal gespannt, was das Ganze damit auf sich hat, was da passieren wird, und freue ich mich auf jeden Fall auf die Quest. Dann kommt die Strandparty, das Strandfest. Wir sehen es schon zwei Wochen diesmal, oder mindestens zwei Wochen, kann ja sein, dass das Ganze dann noch weitergeht, über mehrere Wochen im August, weil hier steht ja nur etwas von den ersten zwei Wochen und dann ist der Juli, also die Roadmap für jetzt, zu Ende. Kann natürlich sein, dass das auch wieder länger geht oder auch nur zwei Wochen da ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Falls das über das irgendwo geschrieben hat, könnt ihr sehr gerne mir nochmal schreiben, ich habe dazu aber nichts gesehen. Und in der ersten Woche gibt es, und werden wir von Bürgermeister Peanut erwartet, er wird dich zum Strandfest mitnehmen. Und es ist ein Hai gesichtet worden, wir haben neue tägliche Quests und Rennen, das klingt doch super. Und, ja gut, Laternen schweben lassen, kennen wir schon. Hüpfen zusammen auf die Tanzfläche, kennen wir auch schon. Aber es gibt neue tägliche Quests und Rennen, das klingt doch super. Da bin ich mal gespannt, was sich SSO da einfallen lassen hat. Vielleicht irgendein neues Wasserrennen, neue tägliche Aufgaben. Klingt auf jeden Fall echt spannend und freut mich, dass man dann täglich da was zu tun hat. Und in der zweiten Woche, da haben wir die zweite Woche, Strandfest geht weiter, Mel und Talia, das sind die vom Theater, genau, die immer so Theater machen. Und
Die vermuten, dass James sich mit jemandem zusammengetan hat, um das Rennen von letzter Woche mit einem dubiosen Trick magischer wirken zu lassen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das heißt, wird das Rennen dann in der zweiten Woche nochmal anders? Also es wird ein neues Rennen geben, was dann nochmal eine Woche später magischer gemacht wird. Bin ich mal gespannt, was das Ganze dann damit auf sich hat. Klingt aber recht cool. Und das ist das, was dann in der zweiten Woche kommt. Also nur dieses Rennen oder eine kleine Quest dazu oder wie auch immer. Klingt auf jeden Fall interessant. Und wir haben hier unten auch Bilder dazu, die jetzt noch nicht so viel verraten. Aber das sind auf jeden Fall die Updates, die wir dann jetzt im Juli bekommen werden. Ich finde, das klingt doch spannender, als man vorher gedacht hat. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was euch am besten gefällt, worauf ihr euch am meisten freut. Schreibt es wie immer in die Kommentare. Ich freue mich am meisten mit auf die Quest und bin gespannt, was die Strandparty so auf sich oder dieses Jahr so Neues an sich hat, quasi wie die so ist. Und natürlich auch, was es mit dieser neuen Funktion auf sich hat, die dann nächste Woche kommen soll. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.